Ich finde, man kann schon fast von Fahrlässigkeit sprechen. Wenn Menschen immer noch behaupten, dass wir genauso leben sollten wie die vor 30, 40, 50 Jahren, denn die Menschen waren ja auch, haben gelebt und waren gesund und solche Sachen. Dabei ist in dieser Zeit so verdammt viel mit unserer Umwelt passiert. Und ich finde, dass diese Menschen, wie gesagt, fahrlässig handeln, weil sie andere Menschen davon abhalten, doch Veränderungen vorzunehmen und sich an die Umwelt eben doch anzupassen und der Entgiftung eben doch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Viel Spaß beim Video. Es werden einige sehr interessante Fakten auf den Tisch kommen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. In diesem Video zeige ich Zahlen und Studien, die nie in den Medien landen werden. Und das finde ich traurig. Daher, wenn du meinst, dass andere davon erfahren sollten, hilf mir dabei. Hör endlich auf mit diesem Pazifismus. Ja? Ich kann eh nichts machen. Ich kann eh nichts ändern. Ich gebe dir die Vorlage durch wochenlange Arbeit. Wie beurteilt ihr die Plastiksystematik? Wo meidet ihr es durch Tricks im Alltag? Oder wo findet ihr es unmöglich, was man noch ändern sollte? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich erzähle euch etwas über die Geschichte, Gefahren und Alternativen zu Mikroplastik in diesem Video. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar freuen und damit dieses Video auch andere Menschen erreicht, natürlich auch sehr gerne teilen und würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Shop auch besucht, vitasomar.de, um dieses überhaupt möglich zu machen für mich, um mich dabei zu unterstützen. Ja, bald eine Markenänderung übrigens bei vitasomal.de. Der Name wird geändert, aber das nur am Rande. Seit 1960 stieg die durchschnittliche Plastikproduktion jährlich um 8,7%. Dahinter steckt eine 600-Milliarden-Industrie. Zum Vergleich, Bayer, der Pharmakonzern, ja, macht knapp 40 Milliarden. Das heißt, 15 Mal so groß ist die Plastikindustrie. Wenn wir uns die Abbildungen mal anschauen, dann sehen wir, dass über 5 Millionen Tonnen Neuplastik im Meer jährlich landen. Und das in China und Indonesien gerade. Tut fast genau das Gleiche, Indonesien wie China. Wir Deutschen sind hingegen 20 bis 100 Mal weniger an der Katastrophe beteiligt. Hier das Ganze auch nochmal in Zahlen und Ländern im Vergleich. Auch in jedem Gramm Meeresbewohner, wie Muscheln und Austern aus deutschen Küsten oder Niederlanden oder Frankreich, trifft man auf Nanoplastik und Mikroplastik, denn das Meer bewegt sich. Und das sehen wir hier. Betrachten wir uns jetzt die Größe der Partikel von bis zu 5 Mikrometer, sagt in Deutschland, und dessen Absorptionsrate bei Säugern. Über 150 Mikrometer keine Absorption. Unter 150 bereits Absorption in den Lymphen und 110 Mikrometer in den Venen. Und wie in Deutschland gefunden, unter 25 Mikrometer in den Organen. Auch in anderen Studien wird darauf hingewiesen, dass es unter 130 Mikrometer in das menschliche Gewebe eindringen könnte. Hier sehen wir in einer anderen Studie ebenfalls, dass 4 Mikrometer die beste Größe erschienen, in Lebewesen einzudringen und nicht nur auf den Zellen, sondern auch in den Zellen zu gelangen. Ja, das heißt nicht auf den Zellen, sondern in die Zellen auch zu gelangen. Was schon in Europas Wassertieren bald knapp aufgewiesen werden konnte und damit Gefahren für uns darstellen könnte. Doch was ist jetzt genau so schlimm daran? Nun ja, Plastik hat eine Überlebensdauer im Meer von mehreren 100 Jahren. Das Problem daran ist, dass durch Wellen und Sonne und Temperaturunterschiede sich Plastik in Mikroplastik verwandelt und unter 5 mm Größe herschrumpft. Bei Arzneistoffen sehen wir, kann es sogar in den Nanobereich gehen. Es gelangt in die Nahrungskette der lebenden Organismen im Meer und so dann später auch in den Menschen mit verheerenden Folgen. Zum Glück braucht man keine Tüte mehr, wenn man sich einen Fisch kauft im Supermarkt, denn diese befindet sich bereits im Fisch. In 200 Studien wurden untersucht, welches Mikroplastik am häufigsten im Meer vorkommt. Diese sind Polyethylene bekannt, ja, die Basis für Milch- und Safttüten sowie Plastiktüten, Flaschendeckel, die Basis sind. Daher setzen wir bei uns auf eine kommenden Mahlzeitenersatzprodukte, die wir rausbringen werden, aus recyceltem Plastik aus dem Meer oder halt aus abbaubarem Plastik aus Maisstärke. Nach dem UN-Bericht von 2016 wurde verifiziert, dass bereits 800 Spezien betroffen sind. Das sind 69% mehr, als es noch 1977 waren. Und es gibt immer noch Menschen, die behaupten,
dass wir genauso natürlich leben sollten, wie wir es doch für vor 40, 50 Jahren getan haben. Und ich finde, diese Menschen handeln fahrlässig, weil sie andere Menschen davon abraten, irgendetwas zu ändern, weil sich unsere Umwelt ja anscheinend überhaupt gar nicht ändert. Und das finde ich einfach fahrlässig, was man macht. Man muss sich anpassen. Ist es nicht umsonst, die Nahrungsergänzungsmittelindustrie verhundertfacht hat die sich in dem Maße. Ich will nicht sagen, kauf meine Produkte. Mir geht es einfach nur darum, dass man sich überlegen sollte, vielleicht seine Ernährungsweise oder Bewegungsaktivität eventuell mal etwas anzupassen an die Einflüsse, die jetzt auf uns niederprasseln. Und das wird gleich ziemlich heftig, was ich euch noch zeigen werde. Wie kommt überhaupt dieses ganze Plastik in unser Körper rein? 6,7% aller Proteinaufnahmen erfolgt über Meerestiere und 17% von allen tierischen Proteinen stammt von Meerestieren. Weltweit werden im Durchschnitt ca. 20 Kilogramm pro Person im Jahr verzehrt. Ein Bild, wie das passiert ist, erreicht das Plastik durch äußerliche Einflüsse Größen unter 5 mm. Ja, können kleine Krustentiere oder Muscheln, die relativ am Anfang der Nahrungskette stehen, es nicht mehr von ihren Nährstoffen unterscheiden und saugen es ein. Sie filtrieren kontinuierlich das Wasser, um die Nährstoffe zu extrahieren. Dies passiert leider auch mit den Plastikartikeln, welches sich dann dementsprechend akkumuliert in den Krustentieren. Wie wir im zweiten Teil des Bildes sehen, wird klar gemacht, dass vor der Meeresbewohnernernte diese noch in sauberem Wasser geklärt werden. Doch wenn wir uns die Studien dazu ansehen, dann beseitigt dieses Verfahren gerade einmal 30% und 70% des Mikroplastiks verbleibt in den Meeresbewohnern. Doch wir wollen konkrete Zahlen wissen. Wie viel bedeutet es für Europäer, die diese Lebewesen nun essen? So wurde herausgefunden. Wenn wir die Anzahl der Partikel einmal addieren, dann kommt ein Europäer auf ca. 11.000 Plastikpartikel pro Jahr. Gleich kommen noch andere Zahlen. Doch jetzt kommt etwas, was so ziemlich alle vom Hocker hauen wird. Und ich bitte euch einmal, diese Information zu verbreiten, weil die Medien nicht darüber berichten. Liken, kommentieren, teilen sehr gerne. Mikroplastik kommt nicht nur im Meer vor. Was ist, wenn ich euch sage, dass es gerade jetzt einatmet? Quellen wie Autoreifen, synthetische Kleidung, Hausfassaden, Industrie oder Stadtstaub sorgen für 7% der Plastikbelastung im Meer. Doch wie groß ist der Anteil durch die Luft im Vergleich zu Lebensmitteln? Wir konsumieren ca. 40.000 Plastikpartikel jährlich, sehen wir hier in den Links. Und wir inhalieren aber auch ca. 40.000 Plastikartikel durch unsere schadvolle Umwelt. Andere Studien sagen sogar, dass 4% aller organischen Partikel aus Mikroplastik bestehen. Die Konklusion besagt, negative Auswirkungen auf den Organismus sind nicht auszuschließen. Hier das Ganze in Zahlen und in einer Abbildung. Selbst Zucker, Alkohol, Salz, Honig und so weiter enthalten jene mittlerweile. Und leider auch zum Großteil unsere Umgebungsluft. Und zwar wirklich zum Großteil, sehen wir hier. Eine weitere Quelle sind die Plastikwasserflaschen. Wenn wir uns den Vergleich einmal ansehen zum Leitungswasser, was sicher auch nicht viel besser ist in Bezug auf Medikamentenreste und so weiter, dann sehen wir aber einen massiven Unterschied. Wenn du in deinem Jahr nur Plastikwasser trinkst, ernährst du deinen Mikroplastikkonsum im Vergleich zu Leitungswasser um ein Zehnfaches. Doch was hat das Ganze für Auswirkungen auf den menschlichen Organismus, ist jetzt zu klären? Untersuchungen haben gezeigt, dass 90% des aufgenommenen Plastiks wieder über die Exkremente ausgeschieden wird. Doch was passiert mit den übrigen 10%? Die Europäischen Behörden für Lebensmittelsicherheit sagt, dass es keine Studien gibt, die zeigen, dass Plastik im Meer Schaden anrichten würde. Ich sage, es gibt noch nicht genug Bekloppte, die sich jahrelang Mikroplastik für Forschungszwecke reinschraufeln und sich dann untersuchen lassen. Solche Studien gibt es einfach noch nicht. Ich meine, wie kann das sein? Es gibt einfach so viele Studien noch nicht. Ich meine, klar, ich will niemanden zwingen, Plastik zu essen, aber irgendwie an lebenden Zelllinien oder sonst was halt, wobei der Trend doch am höchsten ist zu Plastikkonsum in den letzten Jahren dementsprechend und da aber proportional keine Forschung in dem Maße auch stattgefunden hat. Es ist fürchterlich, was passiert. Es ist einfach nur fürchterlich wirklich, was passiert. Wenn man sich den Beitrag der EFSA anguckt, also Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, ja, im Artikel, wo es um Toxizität geht, wird eine Studie verwendet, wo es um Hühner geht,
nicht mal um Säuger und deren Eisenaufnahme trotz Nanopartikel, dann eine weitere Studie, die sich um Reagenzglas-Menschenzellen und die Eisenaufnahme behandelt, dann dementsprechend dann eine weitere noch über Muscheln. Weiter geht es dann mit noch einer Muschelstudie. Und stimmt, es gibt eigentlich überhaupt gar keine wirklichen Menschenstudien, obwohl die Industrie, Plastikindustrie in den letzten Jahren eine der stärksten wachsenden Industrien überhaupt ist. Wie kann das sein? Was hier klar fehlt, sind die Studien, die euch gleich zeige und eine mögliche Risikobewertung hier überhaupt gar nicht auftaucht. Daher gibt es klar Studien, die durch Mikroplastik verursachten Nebenwirkungen aufzeigen. Durch Inhalation, durch Operationsinstrumente schon seit 1997, sowie DNA-Schäden, Entzündungen und sowie Zellsterben. Doch darauf wird sich nicht berufen. Die Veränderungen an Geweben, die Mikroplastik ausgesetzt sind, wird im Darm, Leber, Niere und so weiter, sind deutlich zu erkennen, sehen wir hier. Keine Selektion anscheinend durch Mikroplastikpartikel hier vonstatten gehen, denn beeinflusst auch Krebszellen diese in ihrem Zellzyklus zu stören. Das kann natürlich jetzt erstmal von Vorteil sein. Ich finde es aber eher erschreckend, wenn nachher Studien folgen, die genau durchgeführt werden mit Menschenzellen, wenn es schon Krebs stören kann. Ja? Hier sehen wir, je kleiner und je mehr Mikroplastik, desto mehr hemmt es die Zellteilungen. Was sind die besten Vermeidungsstrategien gegenüber Mikroplastik? In Städten und Industriegebieten scheint der Plastikanteil in der Luft deutlich höher zu sein, da das Land weist weniger Industrie, Autos und allgemein Menschen auf mit synthetischen Kleidungen. Plastikwasserflaschen erhöhen die Konzentration um das Zehnfache in deinem Körper. Genügend trinken und Ballaststoffe zu sich führen für eine gesunde Darmbewegung und Schadstoffabtransport sind sicherlich ratsam. Wenn Menschen noch der Meinung sind, es reicht völlig aus, natürlich zu leben und Entgiftung ist überbewertet, einfach aus der WhatsApp-Gruppe und deinen Kontakten entfernen und blockieren. Salzwasserfische sind eher kritisch zu sehen, denn selbst in Europa gibt es ausreichend Mikroplastik in den Meeren. Pflanzliche Eiweißquellen könnten Abhilfe verschaffen. Dazu gehören Linsen, Erbsen, Soja, Lupinen und so weiter. Sport könnte den Darm und die Entgiftungsfunktion im Körper fördern. Kritik noch an diesem Video. Dankeschön schon mal fürs Zusehen bis hierhin. Wir sehen uns gleich auf wiedersomal.de. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Bald übrigens anderer Name, Namensänderung. Müssten wir leider vorgehen, wir wurden erpresst. Ja, das schon mal von euch. Bis dahin, ciao. Es gibt keine lebenden Langzeitstudien auf der menschlichen Organismusebene. Und das ist eben das Erschreckende, denn es gibt, glaube ich, nichts, was so akut ist wie die Plastikbelastung momentan auf der Welt.